Einen Paukenschlag gab es diese Woche bei der Bild. Chefredakteur Julian Reichelt ist gefeuert worden. Oder wie die Bild titeln würde, Ficky Ficky vorbei, Sexmonster entlassen. Ich meine, Bildreporter wären längst schon auf dem Weg zu Reichelts Mutter, um sie auszufragen, wie denn als Kind so war, ob auch schon immer so war, ob es vielleicht Babyfotos gibt, die man drucken könnte. Natürlich unverpixelt. Ich meine, was für eine Story. Julian Reichelt hat es geschafft, sich ganz nach unten zu vögeln. Reichelt, das war einmal einer der größten Aufsteiger des Landes. Schon als junger Mann wollte er unbedingt Journalist werden. Das hat aber nicht geklappt und er ist bei Bild gelandet. Jetzt muss er gehen, weil er wiederholt mit jungen Frauen, deren Vorgesetzter er war, sexuelle Beziehungen hatte. Machtmissbrauch. Ja, Reichelt soll sogar eine Scheidungsurkunde gefälscht haben, um einer seiner Geliebten zu beweisen, dass er nicht mehr verheiratet ist. Dieses Dokument liegt uns zufälligerweise vor und man muss wirklich sagen, tatsächlich ist es von einer echten Scheidungsurkunde kaum zu unterscheiden. Ja, sehen Sie selbst. Richtig gut gemacht. Auf Bild Live haben sich am Montag Kollegen von Julian Reichelt verabschiedet. Es war, und ich übertreibe nicht, der wohl bewegendste Fernsehmoment aller Zeiten. Noch vor der Mondlandung, dem Mauerfall und dem DSDS-Sieg von Pietro Lombardi. Zumindest für mich und Paul Ronsheimer. Heute ist ein besonderer, ein schwerer Abend. Insbesondere auch für mich. Ich möchte mich bedanken bei jemandem, der seit heute nicht mehr Bild-Chefredakteur ist. Julian Reichelt, der Mann, der Bild Live erfunden hat, der Mann, der Viertel nach Acht erfunden hat und der durch seine journalistischen Glanzleistungen, seine Ideen, seine absolute Power, die er in dieses Programm gesteckt hat, so viele Menschen hier bei Bild geprägt hat. Julian, wir denken an dich. Mit dem hat er also auch geschlafen. Und wussten Sie, dass Reichelt Viertel nach Acht erfunden hat? Womöglich auch 5 vor 12. Was für ein Lebenswerk. Bereits im März war Reichelt für 12 Tage seines Amtes enthoben worden, weil er gegen die Compliance-Regeln des Springer-Konzerns verstoßen hatte, wurde da aber noch von Springer-Chef Matthias Döpfner verteidigt. Der war lange Zeit sein Schutzpatron. Döpfner soll ja in einer privaten Textnachricht allen Ernstes Folgendes über Reichelt zusammengeschwurbelt haben. Er ist halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Fast alle anderen sind so Propaganda-Assistenten geworden. Ja, ja. Seit Corona leben wir in der DDR. Die Zeichen sind eindeutig. Es gibt keine PlayStation 5 mehr in den Regalen. Ja. Spülmaschinen, Gefrierschränke werden auch langsam knapp. Selbst auf ein neues Fahrrad muss man Monate warten, vom Auto ganz zu schweigen. Der Mann hat recht. Wir leben in der DDR 2.0. Nun konnte aber auch Döpfner seinen Schützling nicht mehr schützen, weil nämlich die New York Times über Reichelts Verhalten berichtet hat. Theoretisch hätte auch in Deutschland darüber berichtet werden können. Klar, es gab ja ein Investigativteam des Ippen Verlages, das umfangreich recherchiert hatte. Die Ergebnisse dieser Recherche wollte aber Dirk Ippen, der Eigentümer der Verlagsgruppe, dann lieber nicht veröffentlichen. Da hat er kalte Füße gekriegt. Auch nicht schlecht. Der hat ein Investigativteam, lässt sie aber nicht veröffentlichen. Wahrscheinlich hat er auch einen Stall voller Rennpferde, lässt die aber nur auf die Ponyweide. Für uns steht nun vor dem Axel Springer Hochhaus Oliver Kalkofe. Oliver, sag mal, warum hat man denn bei Springer eigentlich so lange an Reichelt festgehalten? Tja, also in der Chefetage vom Lümmel Tower, wie man das Springer Hochhaus in Berlin auch nennt, handelt man halt schon immer nach dem journalistischen Ethos, dass man keine voreiligen Schlüsse ziehen oder haltlose Spekulationen anstellen darf, was das Privatleben von Prominenten angeht. Jetzt, okay. Ja, komm, Spaß beiseite. Ne? Also Springer-Vorstand Matthias Döpfner, der diabolische Dr. Evil des Boulevardjournalismus, hatte sich den aggressiven Cheffaktenficker Reichelt ja ganz bewusst jahrelang als seinen tollwütigen Beißer an der Bildspitze gegönnt, gerade weil er immer so laut gebellt und jedem schamlos ans Bein gepisst hat. Und deshalb hatte er ihn in den privaten SMS, die du gerade erwähnt hast, ja auch als letzten aufrechten Kämpfer gegen Merkels neue DDR-Obrigkeitsstaat bezeichnet. Klingt wie ein Telegram-Post von Attila Hildmann, stammt aber vom CEO eines der mächtigsten Medienunternehmen der Welt. Ja. Stimmt, Matthias Döpfner ist ja schließlich nicht nur Springer-Chef und Verwaltungsratsmitglied bei Netflix, sondern auch Vorsitzender des Verbandes Deutscher Zeitungsverleger.
Ja, richtig, richtig, richtig. Und wer das nicht unheimlich findet, der würde auch den Wendler zum Gesundheitsminister machen. Besonders peinlich für Verbandschef Döpfner ist allerdings, dass durch seine geleakten Nachrichten nun auch öffentlich wird, wie er die Zeitungen seiner Verlegerkollegen sieht. Denn wenn sein Reichelt aus der Bunga-Bunga-Burg gewissermaßen der Journalisten-Braveheart mit blau angemaltem Pimmel im einsamen Kampf gegen die Merkel-Diktatur ist, dann sind demnach alle anderen ja nur regimetreue Erfüllungsjournalisten des neuen Propagandaministeriums, oder? Ja, es ist peinlich. Es ist halt immer doof, wenn private Nachrichten veröffentlicht werden. Springer hat dagegen ja jetzt juristische Schritte angekündigt. Ich zitiere, wegen der verbotenen Verwendung und Nutzung vertraulicher Protokolle aus der Befragung von Zeugen sowie die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen und privater Kommunikation. Ja, das ist ein super Witz, ne? Ich meine, da muss man erstmal drauf kommen. Also gerade die Bild, die wie ein Exhibitionist mit Dauerständer ohne Skrupel absolut jedes Wort aus vertraulichen Regierungskonferenzen oder CDU-Parteisitzungen im Live-Ticker zur Schlagzeile macht und nicht mal davor zurückschreckt, die WhatsApp-Nachrichten eines 11-jährigen Kindes zu veröffentlichen, dessen 5 Geschwister gerade ermordet wurden. Dort jammert man nun also herum, dass man doch bitte keine privaten Nachrichten zitieren sollte. Also, ich meine, das ist, als würde Donald Trump eine Kellnerin verklagen, weil sie ihm versehentlich an den Hintern gefasst hat. Also. Die Vorwürfe gegen Reichelt sind ja nun nicht ganz so neu. Bislang hat Döpfner aber immer in strenger Nibelungentreue zu ihm gehalten. Warum ist das jetzt anders, nachdem ausgerechnet die New York Times darüber berichtet hat? Ja, nun, selbst hier in Deutschland fällt es einem ja schwer, das System Julian Reichelt zu erklären, solange vielleicht noch Kinder zuschauen. Ne? Sex and Drugs and Rock'n'Roll, Machtmissbrauch, Übergriffe, Frauenranking nach Fuckability. Ich meine, das liest sich alles wie ein Drehbuch einer alten Bahnhofskino-Bums-Komödie aus den 70ern. In den USA allerdings, wo Springer gerade dabei ist, dick ins Mediengeschäft einzusteigen, kommt sowas nach all den MeToo-Skandalen gar nicht gut an. Und als die Story über Reichelt in der New York Times erschien, haben selbst Harvey Weinstein und Bill Cosby getwittert, dass sie entsetzt wären über seinen Führungsstil. Tja, und wenn ein durchgeknallter Kampfhund jahrelang im Blutrausch über die Spielplätze tobt, wird am Ende aber der Halter dafür haftbar gemacht. Und da hat Döpfner seinen irren Kläffer halt an der nächstbesten Raststätte ausgesetzt. Okay, ich mache einen Bogen um die Raststätten nahe Berlin. Vielen Dank, Oliver Kalkofe. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra 3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.